Hallo Ghosts, ich bin Tech, Delta Company, Mission Intel. Heute mal ein etwas anderes Video, und zwar einen sogenannten Walkthrough einer Mission, und zwar der Ruf der Sirenen. Diese Mission steht nur Leuten zur Verfügung, die den Year One Pass haben, und ich wollte diese Mission einfach nochmal ein bisschen isolieren und für die Leute machen, die halt den Year One Pass nicht haben, aber Interesse an der Story haben. Und zwar finden wir den hier ganz unten. Ich habe den schon mal im Stream gemacht und er wird mit höchster Wahrscheinlichkeit auch im Let's Play kommen. Aber wie gesagt, da könnt ihr vielleicht untergehen und hier nochmal isoliert. So, der Ruf der Sirene. Die Drohnen wurden von einer Antenne angezogen, die den Ursprung des Geräusches war. Gut, da steht jetzt schon, glaube ich, drin, was der Abschlusssatz ist. Deswegen werden wir das Ganze jetzt nochmal wiederholen. F drücken und los geht's. So, jetzt weiß ich bloß nicht, werden wir direkt, wir müssten eigentlich direkt in AO1 rauskommen. Das ist, glaube ich, ein bisschen blöd, wenn wir jetzt mitten in der Valla Pampa, doch, wir kommen mitten in der Valla Pampa raus. Okay, zu Browns Hof, da gucken wir nochmal auf der Map, das ist direkt hier in New Argyle, oder Argyle, wie man es sagen möchte. Und da ist hier Browns Hof von den Selbstversorgern. Ich habe hier jetzt auch alle Lampen an, das heißt normaler Schwierigkeitsgrad, Minimap, Markierungen, geführter Modus, alles. Einfach nur, um die Story zu genießen. Wir können jetzt trotzdem mal reinschauen. Ne, brauchen wir eigentlich gar nicht, weil eine Beschreibung der Mission kriegen wir ja jetzt gleich. So. Hier ist der nette Kerl. Ich kann mich auch so dunkel an die Mission erinnern. Sind Sie schief? Wer will das wissen? Ich bin Nomad. Ein paar Ihrer Freunde sagten, Sie wollen die Drohnenaktivitäten um den Berg herum untersuchen. Genau. Mir reicht's. Ich halte es nicht mehr aus. Am Anfang kamen nur vereinzelt Drohnen, aber jetzt sind es Schwärme. Ich will nicht, dass meinen Freunden etwas passiert oder sie gar getötet werden. Also, haben Sie eine Gruppe zusammengestellt, um dem nachzugehen? Das hatte ich vor, aber es sieht so aus, als wären Sie viel besser dafür ausgerüstet, sich um die Drohnen zu kümmern als ich. Vielleicht finden Sie sogar heraus, was es mit dieser höllischen Sirene auf sich hat. Ich kann mich darum kümmern. Muss ich noch was wissen, bevor ich losgehe? Ja, ich bin nicht der Erste, der vorhatte, da hochzugehen. Ein paar Selbstversorger sind schon auf dem Weg. Falls Sie ihnen begegnen, passen Sie auf, dass Ihnen nichts passiert. Okay. Sagen Sie mir einfach, wie ich zu dem Berg komme. Ja, natürlich. Von hier aus müssen Sie nach Westen. Gehen Sie einfach so lange, bis Sie den Fortune Lake sehen, der ins Tal fließt. Verstanden. Danke. Okay. Ja, ich erinnere mich dran. Das hatten wir mal im Stream. Im nicht geführten Modus bin ich ein bisschen verzweifelt, die Position zu finden. Aber jetzt haben wir es ja ein bisschen leichter. Ja, die Sirene. Da bin ich ja mal gespannt. Ich werde versuchen, so gut wie möglich jetzt auch nicht vorab zu spoilern, auch wenn ich mich an gewisse Sachen vielleicht erinnere. So, wir brauchen erstmal ein Auto, da haben wir es ein bisschen gemütlicher. Wir fahren mal da schön hin. Ich sehe gerade, ich bin noch als Medic aktiv. Wir waren gestern Abend noch im Raid gewesen. Und da gehe ich immer gerne als Medic rein. Es hat so verschiedene Hintergründe. Durch die erhöhte Dropchance möchte ich halt erst meine Medic-Sachen voll haben und ich verzweifle im Moment an der Brustplatte, die 300er zu bekommen. Ich habe die 298er Brustplatte und ja, irgendwie gefühlt bekomme ich die andere nicht. So, wir müssen die ganzen Patrouillen erstmal aus dem Weg räumen. Ich mag das nicht so gerne. Und hier haben wir noch einen. Komm, den nehmen wir auch noch mit. Komm mal her. Da ist er doch. Schön. Wir wollen ja entspannt ankommen und hier nicht die komplette Karawane hinter uns herziehen. Das muss natürlich nicht sein. So. Ja, wir kommen dann nicht bis ganz hin. Wir müssen dann hier diese kleinen Terrassen da hoch. Deswegen steigen wir, parken wir hier mal an der Seite, dass wir nicht den ganzen Verkehr aufhalten. Und gehen den Rest zu Fuß. Ich hoffe, ich bin jetzt auf der richtigen Seite. Ich weiß nämlich nicht, ob ich da drüben nochmal rüberkomme.
Oh. Schnell eingraben. War, glaube ich, weniger der Hubschrauber, der mich gerade getaggt hat, sondern eher die drei Jungs da drüben. Jetzt reicht das. Jetzt kommt der Winkel nicht hin. Mal so. Okay. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Oh, doch, hier können wir rüberlaufen. Ja, da oben warten sie schon auf uns. Okay, jetzt wird's lustig. Boah, ich hasse es. Ich mag die ja gar nicht. Die sind immer zu schnell. Moment, ich habe da noch eine EMP. Put. Kommt her. Seid brav. Oh. Einer ist abgestürzt. Und noch einer. So, ich will mir jetzt mal eine Spritze setzen, schnell. Oh, ich merke gerade, meine Reflexe sind jetzt noch nicht so ganz da. Eieiei. Das war jetzt aber ein Rumgegurke. Alle EMPs verbraten jetzt wahrscheinlich schon direkt. Ah ne, wo habe ich noch? Okay. Die eine, die mir jetzt fast so ein bisschen das Leben gerettet hat, war unbeabsichtigt. Hab gedacht, ich habe schon auf die Spritze umgeschaltet. Aber dem war nicht so. So, hier geht's in die Höhle rein. Umschreien sie noch rum. Okay, seltsames Geräusch. Und da drin ist natürlich jetzt die Kacke am Dampfen. Immer besser hier. So. Brauchen wir ein bisschen. Das ist, glaube ich, zu empfindlich gerade. So. So ist schon besser. Ich sehe kaum was. Ich mach mal das Nachtsichtgerät an. Besser ist es. Wir erwarten uns nämlich schon hier drin. Na, wo habt ihr euch denn versteckt? Wo habt ihr euch denn versteckt? Entschuldigung. Da haben wir einen. Haben wir auch noch eine Kiste. Und hier ist noch einer. Zack, den haben wir auch. Ja, die haben sich hier echt eingegraben. So. Nicht wundern, wenn ich den Loot nicht angezeigt bekomme, da habe ich im Moment ein Problem. Ein kleines Buglein. Wölfchen. Ja, die werden ein bisschen ungeduldig jetzt. Aber wir dürfen uns da einfach nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Ja, auf der anderen Seite. Laufen wir hier nochmal kurz rum. Im Endeffekt müssen wir ja auch den Leitungen nach. Können wir so ein bisschen als Hilfsmittel nehmen, ne? Na? Uiuiui. Jetzt aber. Oh, Mini. Ausgeminiert. Und irgendwo ist noch ein Wolf. Da. Okay. Das dürfte es jetzt erstmal gewesen sein. Gehen wir mal noch weiter in den Berg rein. Nimmt schon irgendwie komische Geräusche an. Ich nehme mal
Nachtsichtgerät zur Hilfe. Okay. Und durch diese Lightspots bringt einem das Nachtsichtgerät nicht wirklich viel, meines Erachtens. Aber das ist auch normal. Okay, hier liegen einige, die das noch nicht überlebt haben. Hier wurde sozusagen schon gewütet. Und hier haben wir die Drohne. Da gehen wir direkt drauf los. Okay, Vector Control Room ist halt natürlich extremst heftig für hier drin. Da hat man die halt rucki-zucki weggeschnubbelt. Oh, da habe ich nicht getroffen. Vollend auf den Reifen geballert. Ja, aber das kriegen wir noch so. Oh, komm, lad nach. Und zack, die haben wir auch weg. Hier damit. Gucken wir uns später an, was das ist. Das trifft sich auch ganz gut. Ich brauche ein paar Baumaterialien, um mir wieder EMPs bauen zu können. Sieht im Moment nämlich ein bisschen mau aus bei mir. Okay. Können wir mit dem Nachtsichtgerät? Nee, wir sind einfach... Außer wir schießen das hier. Na, bringt auch nicht viel. Hier haben wir die Sattschüssel. Und die werden wir jetzt mal deaktivieren, ne? Seltsames Geräusch, was das Ding macht, ne? Okidoki, Hammer. Wie gesagt, eine kurze, schnucklige Mission, die aber allein wegen diesem Höhlenkomplex wahnsinnig viel Atmosphäre hat. Ich meine, das ist sogar der gleiche Höhlenkomplex. Ich will jetzt nicht spoilern. Ich sag nicht, was passiert. Aber ich meine, das ist die Höhle, die auch mit Josiah Hill zu tun hat. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Ich meine es zumindest, bin mir aber nicht sicher. Es kann auch sein, dass es eine andere ist. Ich glaube nämlich, dass ich die fast zeitgleich gemacht habe mit Josiah Hill. Ich weiß es nicht mehr. Kann mich auch jemand korrigieren, habe ich kein Problem mit, falls es eine andere Höhle ist. Höhlen sehen ja bekanntlich immer gleich aus oder zumindest ähnlich. Das ist halt eine Höhle, ne? Deswegen. Wenn ich jetzt den Ausgang wieder finde, aber ich denke, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Können wir noch ein bisschen rumgucken. Wir finden hier drin jetzt nicht wirklich noch was. Da hinten können wir noch mal kurz schauen. Ich meine, das ist die. Wenn es hier drin Sammelstücke gibt, müsst ihr, wenn ihr sie selbst macht oder noch nicht gemacht habt, müsst ihr mal gucken. Denn die Sammelstücke habe ich schon, oder die Fundstücke habe ich ja dann schon mitgenommen. Weil ich da, wie gesagt, ja schon mal drin war. Muss ich bloß nur mal nach dem Ausgang finden. Waren wir hier nicht richtig? Mal von hier sind wir gekommen, ne? Wir sind eher in die Richtung. Das ist schon richtig irgendwie, ja. Jetzt hier nicht weiter. Ja, super. Und direkt verlaufen. Läuft ja wieder richtig bei mir. Das sieht mir aber eher nach einer Sackgasse aus. Ja. Hier geht er weiter. Ich laufe nicht richtig, ne? Nein, irgendwie gefühlt laufe ich gerade wieder zurück.
Gefühl laufe ich gerade wieder in die falsche Richtung. Ja, da drin haben wir gekämpft. Aber gibt's hier nicht noch einen anderen? Nee, anderen Ausgang gibt's nicht. Nee. Ja, das ist jetzt natürlich mega peinlich, mich hier drin zu verlaufen. Ja, läuft ja richtig gut bei mir. Mal gucken, ob es Nachtsicht vielleicht ein bisschen doch was bringt. Dass wir wenigstens an den Rändern sehen, wo wir raus können. Ich glaube, hier bin ich schon... Ja, hier laufe ich im Kreis. Okay, verstanden. That was the problem. Wir müssen trotzdem da in diesen... Hier müssen wir auf jeden Fall rein. Jetzt mal hier gucken, wo ich mich da verfranselt habe. Mal hier geht's nämlich weiter. Und... Ja, mir fällt jetzt gerade so die Benny Hill Musik ein. Die könnten wir jetzt mal hier schön direkt einblenden. Wäre eine coole Nummer. Okay, hier haben wir die Kabel. Vorhin habe ich noch klugscheißermäßig gesagt, wir müssen uns einfach an den Kabeln orientieren. Dann kommen wir rein und so kommen wir natürlich auch wieder raus. Das ergibt ja alles ziemlich viel Sinn. So. Ich denke hier hoch. Weil die Kabel führen, soviel ich weiß, ja nicht zum Ausgang. Und das sieht doch schon mal gut aus. Wie gesagt, eine Riesenhöhle. Und hier haben wir auch den Ausgang. Ja, haben wir es doch noch gefunden. Nach langem Hin und Her. Schau mal, ich habe ja da unten noch das Auto abgestellt. Zwischendurch hier noch ein paar Pflanzen mitnehmen. Zack, zack, zack. Wer sieht mich jetzt? Jetzt hier runterrutschen. Niemand. Ja, da oben scheint einer auf dem Berg zu stehen. Aber jetzt bin ich ja eh aus seinem Blickwinkel raus. Let it snow, let it snow, let it snow. So, da unten steht die Karre. Oh, Goldnuggets. Da fällt mir gerade wieder ein, Goldnuggets. Ich war immer der Meinung, dass man sie verkaufen kann. Ja, kann man auch, ne? Die meisten zumindest. Aber dann gibt es ja noch eine Mission, wo man die für braucht. Und die hatte ich auch absolut nicht auf dem Schirm, diese Mission. Deswegen war ich ein bisschen überrascht. Deswegen mag ich so gerne, wenn jetzt auch viele sagen, ja, du kommst ja immer hinterher wie die alte Fasnacht, wie man so schön sagt. Aber ja, es ist halt so, ich spiele, wenn ich alleine unterwegs bin, so meistens immer ohne Spielhilfen und generell geht es mir halt auch darum, die Sachen selbst zu entdecken. Klar, wenn ich bei Google eingebe, Ghost Recon Breakpoint, habe ich ruckizucki alle Auflistungen, alle Spielhilfen oder Komplettlösungen parat. Finde ich aber irgendwie langweilig. Finde das gerne selbst raus und wenn ich dann halt Monate später erst damit um die Ecke komme, ja, dann ist das so. Und ich kann mich aber drüber freuen. Also ich. Andere natürlich nicht, aber... Ich hoffe, jetzt wird es hier etwas ruhiger. Das ist es schon. Ich kann mich endlich mal selbst denken hören. Was war da los? Jemand hatte einen Drohnenübungsplatz direkt hinter ihrem Haus eingerichtet. Sogar mit Labyrinth. Irgendwie wurden die Antenne und der Empfänger des Systems beschädigt. Die gaben einen hochfrequenten Ton ab, der alle Drohnen zu sich rief. Ich habe mich um das Problem gekümmert. Sie können sich jetzt sicherer fühlen. Das tun wir schon. Ich danke Ihnen für alles, Nomad. So, damit müsste die Mission jetzt auch abgeschlossen sein. Ich kriege jetzt natürlich nicht nochmal angezeigt hier mit großem Tamtaram, hier Mission abgeschlossen, Pipapo, Gedönse. Weil sie ja wiederholt wurde, da wird das alles nicht so inszeniert. Wir können aber auch nochmal kurz gerne drauf schauen. Ich habe noch eine Nebenmission offen.
Die ist mir natürlich immer ein bisschen untergegangen, weil ich ohne Feindmarkierung spiele. Und da übersieht man natürlich auch mal sowas, weil man sieht dann auch nicht, ob die Feinde so einen Pömpel über dem Kopf haben. Jetzt vor kurzem gefunden, ist auch, habe ich auch irgendwann mal gesehen gehabt im Livestream. Und ja, wie gesagt, wo ist sie denn? Ruf der Sirene ist abgeschlossen. Wir können sie natürlich nochmal machen. Und nochmal und nochmal und nochmal. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. War eine kurze, knackige Mission, nichts Pompöses, aber ganz nett gemacht. Ich wünsche euch noch viel Spaß in Ghost Recon Breakpoint und melde mich ab.